Ja, herzlich willkommen bei Kiez Kompakt. Wir stehen heute hier im historischen Funkhaus in Berlin in der Leperstraße. Dieses Gebäude gibt es hier schon seit den 30er Jahren und ist wieder zum neuen Leben erweckt worden. Wir machen mal einen Rundgang mit euch. Kommt mal mit. Bereits im Foyer des Funkhauses lässt sich erahnen, welche kulturellen Errungenschaften dieses beinhaltet. An den Wänden hängen Bilder von modernen Künstlern sowie Zeugnisse aus der Vergangenheit. Ein Trabi zeugt von Nostalgie und eine Uhrengalerie von Zeitgeschichte. Diese Uhren sind also aus verschiedenen Zeiten, wie Sie auch sehen an der Ausstellung. Nach keiner können Sie sich mehr richten, weil keine richtig geht. Die waren ja alle gesteuert über eine Zentrale. So wie die stehen gebliebenen Uhren keinen praktischen Nutzen mehr aufweisen, beinhaltet das alte Archiv auch keine aktuellen Tonbänder mehr, dessen Technik heute so manch einem jungen Menschen mehr als antiquiert erscheinen muss. Weiter oben im Funkhaus befinden sich neu genutzte Büroräume und auch die breiten Gänge dorthin werden von der jungen Mediengeneration auf ganz spezielle Weise genutzt. Und Frau Degelmann, unsere Führerin, die selbst einmal im Funkhaus gearbeitet hat, berichtet Interessantes und Skurriles zugleich aus ihrer Vergangenheit und dem Arbeitsleben vor Ort. Wieder zusammengeklebt und zu der Zeit noch mit Aceton geklebt. Wie mit Badewannen, das war ja so, ich weiß nicht, Sie sind vielleicht viele Berliner. Umso höher der Aufstieg, umso höher die Räume. Der hauseigene Kultursaal, dessen Größe auch die Besucher beeindruckt, zeugt auch davon, wie wichtig Kultur in der DDR genommen wurde. Auch heute wird der Saal häufig genutzt, zum Beispiel für Filmarbeiten als Kulisse oder völlig umgebaut als Produktionshalle für Film und Fernsehen. Noch weiter oben werden die Flure immer länger, so scheint es zumindest, und die Räumlichkeiten wieder kleiner. Ein wenig kleiner zumindest. Im sogenannten Pillensaal, der übrigens seinen Namen der Deckenkonstruktion verdankt, wurden Besprechungen gehalten und dank der schallisolierenden Wandverkleidung konnte man sich auch in ihm zurückziehen, um absolute Ruhe zu genießen. So, und nun stellte man fest, aha, jetzt haben wir hier so ein schönes neues Gebäude mit vielen Redaktionszimmern und mit Technikräumen, aber keine Möglichkeit für Musik- und Hörspielproduktion. Und das gehört nun mal zum Rundfunk dazu. Wurde überlegt, was machen wir da? Und da hat man dann, hat der Ministerrat der DDR beschlossen, den Block B zu errichten. Und dafür den Bauhausschüler Franz Ehrlich gewonnen, der aber hier im Block A auch schon mitgewirkt hat. Drüben im Haus B durften wir zuallererst in die Tonstudios von Planet Rock reinschnuppern, welche modern ausgestattet von eben diesem neuen Leben in den über mehr als 50 Jahren alten Gemäuern zeugen. So langsam nähern wir uns dem großen Aufnahmesaal, der von vielen schon mit Spannung als einer der Höhepunkte gesehen wird. Zuvor berichtet uns jedoch Frau Degelmann noch über die Besonderheiten des Block Bs. Das ist also der Block B, das Meisterwerk, sagt man, von Franz Ehrlich, von dem Bauhausschüler, von dem Architekten. Und das war nun so, dass Franz Ehrlich von Anfang an wusste, dass das besonderen Anforderungen genügen muss. Weil hier drüber die Fluglinie ging nach Tempelhof. Aber hier war alles so abgeschirmt, das ist eine Haus-in-Haus-Bauweise. Und vielleicht haben Sie letztens jetzt mal gehört, Hamburg baut ja jetzt die Elbphilharmonie und wovon war die Rede? Haus-in-Haus-Bauweise. Es gibt nichts Besseres und nichts anderes. Da wird jedes Teil extra mit einem Fundament versehen und extra umbaut. Alles ist extra Haus-in-Haus gebaut. Da kommt kein Geräusch rein, da kann nichts passieren. Also insofern ist das natürlich eine ganz tolle Geschichte gewesen. Und demzufolge sagt man eben wirklich auf das Meisterwerk von Franz Ehrlich.
Nun erreichen wir endlich den großen Sendesaal im Kopfbau des bogenförmigen Gebäudes. Der Saal hat eine trapezförmige Grundfläche von rund 900 Quadratmetern und verfügt über 250 Sitzplätze sowie eine allerdings sanierungsbedürftige Orgel. Daniel Barenboim, der hier öfter mit der Staatskapelle Berlin Aufnahmen macht, betrachtet den Saal als einer der besten Aufnahmestudios weltweit. Und dann waren diese Sendesäle nicht mehr so gefragt. Dürfen Sie vielleicht mal ganz kurz fragen, warum Sie sich für diese Führung hier entschieden haben, hier durchs alte Funkhaus? Ja, eigentlich meine Arbeit war in den 50er Jahren als Tonmeister beim Schweizer Fernsehen. Und da ist interessant mal zu sehen, wo andere in anderen Städten die Sachen gehandhabt wurden. Natürlich auch, wir hatten ja die Gelegenheit, ein Tonstudio zu besuchen heute. Natürlich der Unterschied von damals, von einem Mischpult und heutzutage ist natürlich Tag und Nacht. Also Sie haben noch richtige Erinnerungen von früher sozusagen damit verbunden sind? Natürlich, wenn man beim Fernsehen und beim Film gearbeitet hat, auch Radio gehört ja dazu, die ganze Unterhaltungsgeschichte, das sind natürlich viele Sachen, wo auf jedem Gebiet genau gleich gehen. Sagen wir, die Tonaufnahmen im Besonderen gibt es ja eben, also auf die Technik ist, wie gesagt, heute so weit vorgeschritten, da wenn ich zurückdenke, was wir arbeiten mussten, was heute gearbeitet ist, das also so ein riesiger Unterschied. Obwohl diese Qualität durch gerade diese Räumlichkeiten ja, vielleicht gar nicht mehr herstellbar ist heute. Ja, das ist das Interessante. Man hat so viel entwickelt und dann gewisse Sachen war einfach grundsätzlich nicht mehr, ja, das könnte man gar nicht mehr bezahlen heute. Und dann natürlich auch mit der Akustik in den verschiedenen Aufnahmegebäuden, Opern und etc., da gehen natürlich auch die Meinungen auseinander. Was hat Ihnen hier heute am besten gefallen? Ja, ich am besten? Das Tonstudio, wo ich ganz bestimmt, natürlich sind einige Geschichten dabei, wo Erinnerungen zurückgebracht haben, wie wir damals gearbeitet haben und eben wie man hier zum Beispiel damals im Radio gearbeitet hat. Vielen Dank für das kurze Interview. Ja, sehr gerne. Danke. Das war es hier aus dem Funkhaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, es war sehr interessant. Eine bunte Mischung aus Technik, Historie, alten Gemäuern und vielen spannenden Geschichten. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Kids-Kompakt-Team aus dem großen Sendesaal.